Indianer nerven. Lass mich in Ruhe. Darum hasse ich Menschen. All diese Beschwerden helfen. Du siehst aus, als wärst du bereit, gegen die da oben zu kämpfen. Was für ein Zufall. Ich brauche jemanden, der an Orte gelangen kann, wo er nicht sein sollte. Ist das etwas, was du kannst? Klingt, als hättest du was Unanständiges vor. Ich schick dir die Koordinaten. Dort gibt es eine Datei. Ich will, dass du sie besorgst. Echt zu nah. Absoluter Schwachsinn. Diese Elbe-Mixer in Kampfstiefeln. Das Ganze gab es schon unter vielen verschiedenen Namen. Elbe ist nur der aktuellste. Das ist doch ein Witz. Das kann ich jetzt Scheiße. Nicht gebrauchen. Ich fass es nicht. Hey, wir beruhigen uns einfach mal. Yeah.
Hierhin haben die Clan-Kelly-Jungs Angel also gebracht. Nicht unbedingt ein Postkartenmotiv, was? Komm schon, Kopf hoch, wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Drecks! Los mit den Spielen! Scheiße! Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Mach da weiter, wo dein Teammitglied aufgehört hat. Das bringt dir sicher Dank ein. Oh, wie furchtbar. Schick bitte ein paar Pralinen oder so, Bax. Bitte helfen Sie mir dabei, Ihnen zu helfen. Beantworten Sie Fragen von Ihrem Personal auf deutliche und präzise Weise. Leisten Sie jeglichen Erteilung. Jetzt verpiss dich endlich! Was? Keine Ahnung, warum ich von dieser Stadt was Besseres erwartet hatte. Menschen sind einfach scheiße. Und zwar alle. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu.
Psycho, geht mir auf den Sack. Niemand hier, ich suche woanders. Den Dreckskerl schnapp ich mir. Gesichert. Ich gehe weitersuchen. Ich kann hier nichts entdecken. Ich gehe von hinten. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen, aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Das klingt nach einem Plan. Auweia, Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Genial. Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Worauf wartest du noch? Gut, jetzt komm her. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Sind Sie okay? Der Typ sah aus, als wäre er bereit, Sie in Scheiben zu schneiden. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Sekunde. Sie sind Caitlin Lau. Sie sind Polizistin, richtig? Polizeiinspektorin? Wir haben Ihre Videos gefunden. Sie haben größere Eier als ich, Mary Kelly alleine nachzustellen. Krasse Scheiße. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel, Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nicht wirklich. Ein Freund ist aus dem EPC verschwunden und seine Spur führte uns hierher. Aber das Rätsel haben wir jetzt gelöst, oder? Was für eine beschissen depressive Wendung. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Nein. Wirklich? Ich werde jemandem Bescheid geben, damit er sie abholt. Sie schlafen sich dann in Ruhe aus, okay? In der Zwischenzeit finde ich Angel und ihre Dateien. Die scheinen wichtig zu sein. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Das ist fantastisch! Hey, wir sollten gemeinsam an dieser Mary Kelly-Sache arbeiten, oder? Dadsack und Inspektor Lau. Verbrechen.